Freunde, knackig. Okay, hier war aber Zeug noch. Glaube ich. Die Arme ist so seltsam. Funkstille. Area secure. No Zeds here. Ja, aber hier muss doch noch Zeug sein. Hier war Zeug, hier war Zeug. Ich hab gesehen. Kann man mitnehmen. Sit tight. I'm bringing the stuff home. We'll be ready. Super. Wir wechseln auf ihn. Was hat er denn für Waffen? Ah, der hat gar nichts. Super. Freund, wo ist denn hier mal so ein Ding? Oh, Rucksack. Nehmen wir einen kleinen großen. Was? Nicht mal Munition? Du bist sau schlecht vorbereitet, Freund. Was brauchen wir denn? 3, 3, 5, 7. 3, 5, 7 hier. Okay, super. So. Achso, wir können bauen. Ah, echte Werkstatt, Karosserie und Reifenschäden werden über Nacht repariert. Ja. Sprengstoff. Elektrowerkstatt, Karosserie, Motor und Reifenschäden werden automatisch repariert von der Startstelle. Ein Werkzeugexperten brauche ich dafür. Mit denen habe ich nicht. Bietet täglich, wenn das nachweisen sollte, was unser Antrag an selbst angeboten wird, erheblich steigern. Erheblich steigern klingt enorm gut. Was haben wir noch? So? Zeug? Vielleicht? Das ist noch am Arbeiten. Okay, kannst du mal wieder Survivals? Wo ist sie denn? Fremder in Schwierigkeiten. Super Knaller. Auto. Gib Gummi. I'm headed out. Okay, watch yourself out there. Yep. Warte, ich komm. Achtung. Alles tut gar nichts, Alter. Nur dunkel. Why am I not surprised? I don't think we're gonna make it much longer on our own. Would you say to us come to stay with you? We're all hard workers here. We'll pitch in with anything you need. Ja, gerne. Kein Ding. Kommt mit. Das Zeug hier mitnehmen. Oh, 17 Leute schon. Hardcore. Ever tell you I was one of those people I'm bringing this stuff home. Of a cop show? We'll be ready. You know, when they open up on some innocuous scene of a guy jogging in the park or a couple arguing about directions and suddenly they find a dead body. Yeah. About a year ago, I go to take some trash out after the dinner shift and there's this dog in the alley behind the restaurant, right? It's really tearing into something in this pile of trash. So I yell at it to get lost before it takes a shit. And when it takes off, guess what I see? A freaking foot, that's what. Yeah. Somebody dumped a body right behind my restaurant. Huh. It's funny. Up until 2 weeks ago, that was the most exciting thing that ever happened. Massengrab? I'm almost. There you go. Okay, that's all we need. Na, kommt hier rein, Kinders. So viele Leute schon, Alter, Alter. Huh. I expected the universe to shit on us. So, was haben wir hier? Okay. Gewonnen. Ja, beim Massengrab. Ja, jemand hatte direkt hinter meinem Haus eine Leiche gelangt. Das hat er in der Geschichte erzählt. Ah, okay. Thanks to the brave actions of our Trumbull County Sheriff's deputies, the lawless elements that plague the rest of the valley have been kept out of Marshall. Let this be a lesson to those Wilkerson boys and anyone else who would prey on their fellow survivors. The law still reigns in Marshall. So, wir nehmen ihn mal mit und kümmern uns um die Infestation da drüben.
Das sollte ja machbar sein. Oh, diese dummen Zombie-Horden immer. Also, warum? Der Horde. 10 Zombie-Horden an einem Dach. Bin so gut. Okay. Das Haus hier ist es. Das wird was, Alter. So Sachen nehme ich jetzt immer wieder mit, weil es ist einfach echt besser. So, Kraftakt. Ja, siehst's. Wo ist denn der zweite? Hallo. Is Alan out there with you? Shoot. I think he wandered off on his own. He left this note on my desk. I don't know what it means. Go on. It says heading to the fort. A little busy for that, don't you think? Wo ist denn der zweite? Yo, I'm searching the second one. Das ist schon fertig. So. So, anyways. Hold up. Let's take care of this first. So, anyways. It says heading to the fork in the road for a country fried steak. Maybe gone a while. Alan. I think he might be delirious. I'll look into it. Yeah. Nehmen wir ihn mal mit. Wir fahren jetzt erstmal zurück. Junge. Diese unbelehrbaren Zombies. Kannst du mich drauf warten? So. So. Okay, I'm free and clear. See you soon. Got anything good? Show you when I get there. Na komm, Dude. Hab gar nicht mehr so viel Einfluss, Alter, Falle. Muss ja rapid gesunden. Found this while I was out. Okay, 6 Schuss, ja. Passt schon. So. Gucken wir mal. Wo der ist? Ach, da oben. Nee. What? Wo ist der hin? Dein Ernst? Oh, fuck off. Wenn ich da nicht hinfahren will? Und Infestation. Jo, komm heim, ist in Ordnung. So. Ja, natürlich, die Laterne krieg ich nicht kaputt. Ist klar. Ist klar. Natürlich. Warum sollte sie auch kaputt gehen? Das ergibt keinen Sinn. Weil wenn ein Auto gegenfährt, die Laterne steht. Die bleibt immer stehen. So, wo ist denn der Scheiße? Okay. So, Kinders, wir sind da. Der F ist hinten.
Hallo, ich habe schon 5-mal das Vieh getroffen. Mindestens. Halt die Fresse! Ich hab grad keine Zeit. Oh, lad doch mal nach! Meine Fresse! Renn jetzt hier, mach das Vieh tot. Ich glaub, los, Mann. So. Stimmt hier. Das Rumgezicke. Ah, hier ist der zweite. Ein Tod. Tod. Oh. Ja, Schädlingsbekämpfung ist das richtige Wort. Ich sag's euch, Steig ein. Geh von heim. Nee, 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 Alter, ich sag's euch. Von zurück. So einfach kann's gehen. Okay. Genug Zombie-Witze, wir fahren nach Hause. So. Dann müssen wir mal gucken, wo der Fuzzi hin ist. Schlimm. So. Eingeparkt. Kunde? Yo, Dude. Du kannst hier bleiben. Ist in Ordnung. Ich glaube, ihr müsst jetzt immer mit mir mitkommen. Gut, wenn er will, warum nicht? Ist mir doch Banane.